Ja, ich bin's Andreas, ich bin hier beim IKEA Wallau. Das sieht man hier noch im Hintergrund. Ich war jetzt mal in dem IKEA, ich habe mal da was geguckt, natürlich nicht gefunden. Ich finde, der Laden ist total überfüllt da. Also hier kommt man auch so gut wie gar nicht hin. Hier muss man mit dem Bahnbus also mal herfahren bis zu der, muss mal nachgucken, Lenzeshalle. Also laut App müsste man da irgendwo in die Wallerei fahren, aber am besten, wenn man Lenzeshalle aussteigt, da kann man in die 46 steigen. Die hält natürlich direkt hier, also direkt hier vom IKEA. Ja, also laut App fährt hier ja kein Bus her. Es sei denn, man fährt über, naja, muss man nachgucken, Hochheim Bahnhof. Ich weiß ja nicht, ob Hochheim Bahnhof noch im Tarifgebiet liegt, da überhaupt von Mainz, Wiesbaden. Und vor allen Dingen, ob das so vernünftig ist, über Hochheim zu fahren, wenn ich sehe, also von hier aus fahre ich nach Hochheim. Bahnhof 19 Minuten und zu dieser Haltestelle, wo ich hin will, 5 Minuten, also zu dieser Haltestelle, wo ich hin will. Ja, von da aus eben nach Wiesbaden. Also dasselbe wäre aber jetzt auch von Hochheim Bahnhof erstmal nach Wiesbaden. Also total Schwachsinn da. Also ich werde im Prinzip, wenn ich das rechne, also 19 Minuten hin, 19 Minuten zurück, weil das ist dieselbe Strecke. Ja, weil da, wo ich einsteige, fährt der Bahnbus, der nach Wiesbaden fährt. Ja. Also der von Hochheim kommt, ja? Also das ist dann über eine halbe Stunde, die ich dann verschenke, nur für so einen Spaß, weil die Apps so einen Blödsinn anzeigen da. Ich finde es absolute Katastrophe. Ja, vor allen Dingen, naja, ich weiß nicht, da. Ja, ich finde es ja schön, dass jeder Einlasskontrolle macht aber im IKEA, aber naja, da wo ich jetzt rein bin, da konnte man noch so reingehen. Jetzt haben sie schon Schlange gestanden, jetzt ist nicht immer eine Stunde später. Also das Ding, also ich würde sagen, Empfehlung zurzeit nicht zum IKEA zu fahren. Da bestellt es lieber online, wenn ihr hier was braucht, und lasst es direkt nach Hause schicken. Weil das ist ein absoluter Witz hier. Euer Andreas.